Herzlich willkommen zum Strategiecheck, Folge 17. Es ist 5.30 Uhr morgens und mein Sohn hat beschlossen, mich aus dem Bett zu speisen. Und ich habe natürlich nichts Besseres zu tun, als jetzt eine neue Folge vom Strategiecheck aufzunehmen. Denn wir haben eine sehr interessante Thematik hier mit dem Trendscore Indicator oder Indikator von Tasha Chand. Dieser Trendscore Indikator misst den Trend auf Tagesbasis oder auch Intraday. Und anhand dieses Trendverlaufs, dieser einfachen oder relativ einfachen Berechnung des Indikators, gehen wir Long oder Short in den Markt. Im Prinzip haben wir nur einen Vergleich von Schlusskursen mit einigen Moving Averages gepaart und können hier ein ganz erfolgreiches Handelssystem präsentieren. Wie immer der Haftungsausschluss. Bitte lest euch den kurz durch und dann starten wir auch schon. Als Markt haben wir den DAX-Future, den wir testen, zuerst auf Tagesdaten, beziehungsweise indem wir ja eine Auswertung vorwegnehmen, die in dem Artikel aus dem Traders Magazin, aus dem 09/15er Traders Magazin schon gemacht wurde. Und wir setzen dann diese Auswertung auf Intraday M60, also auf Stundenbasis mit einer relativ einfachen Strategie um. Wir verwenden den Trendscore-Indikator und einige weitere EMAs, also Exponential Moving Averages, auf diesen Trendscore-Indikator, aber auch einzelne Moving Averages zur Bestimmung des Trends. Den Trendscore-Indikator, den zeige ich gleich am Chart. Der bestimmt im Prinzip den aktuellen Kurs oder die Differenz des aktuellen Kurses von einer Anzahl Kurse, also Daten oder Kerzen, zurück. Und das über einen bestimmten Zeitraum. Wenn der Parameter 5 eingestellt ist, dann werden die letzten 5 Kurse von dem aktuellen Close-Kurs abgezogen und verglichen. Und es gibt noch so eine kleine Pufferzone da drin, dass es nicht die letzten 5 sind, sondern die 5 Schlusskurse x Bars zurück. Das zeige ich aber gleich noch am Chart genau. Wir haben da zwei verschiedene Parameter beim Trendscore-Indikator. Im Prinzip ist es aber ein Vergleich von Schlusskursen. Liegt der aktuelle Schlusskurs höher im Vergleich zu dem historischen Schlusskurs, dann wird einfach auf diesen Trendscore-Indikator plus 1 addiert. Liegt der aktuelle Schlusskurs darunter, unter den historischen betrachteten Kursen in dieser Spanne, die wir fest vorgeben, dann wird minus 1 hinzugerechnet zu dem Trendscore-Indikator. Daraus ergibt sich dann ein Verlauf von Plus- und Minuswerten und auf diesen Verlauf wird nochmals ein geglätteter EMA, ein Exponential Moving Average, gesetzt. Wie gesagt, zeige ich aber gleich im Live-Backtest, da ist es einfacher zu verstehen. Wir traden, wenn dieser Trendscore-Indikator die Nulllinie von unten nach oben oder von oben nach unten schneidet, entsprechend Long oder Short, und traden aber nur in Trendrichtung, da wir hier ein Trendfolgesystem haben. Das heißt, es gibt noch zwei weitere EMAs, zwei weitere Moving Averages. Und wenn der kürzere über dem längeren liegt, dann gehen wir nur Long. Und wenn der kürzere unter dem längeren liegt, dann gehen wir nur Short in Trendrichtung in einen Trade rein. Als Initial Stop haben wir 3% und das Profit Target auch 3% gesetzt vom aktuellen Kurs. Positionen werden zudem, da wir auf Intraday-Basis arbeiten, um 22 Uhr geschlossen. Das heißt, wenn der DAX Future auch letztlich schließt, also einige Sekunden vor 22 Uhr, im Backtest wird es dann genau 22 Uhr sein. Das ist natürlich so in der Realität nur sehr schwer umzusetzen. Wir werden auch hinterher testen, dass wir den Trade länger halten. Als Risiko-Money-Management verwenden wir hier einen Kontrakt. Wir testen mit WellsLab und nehmen Daten von IQ-Feed. Ich habe noch Intraday-Daten von IQ-Feed, auch wenn ich den Live-Daten-Feed nicht mehr abonniert habe aktuell, kann ich natürlich trotzdem noch die alten historischen Daten von IQ-Feed verwenden, die ich dann auch bis Ende August 2016 zur Verfügung habe. Die meisten Strategien, die ich hier vorstelle und teste, sind ja aus den letzten Monaten und Jahren, sodass die historischen Daten immer noch gut genug dafür sind, um eine Aussage zu treffen und auch eine Aussage auf aktuellen Kursen für Intraday-Daten. Wir testen die Stabilität der Parameter des Trendscore-Indikators.
da wir hier eine sehr starke Optimierung sowohl im Long- als auch im Short-Fall vorliegen haben. Wir haben für den Trendscore-Indikator im Long-Fall drei Parameter, im Short-Fall drei Parameter und für die Trendbestimmung für die beiden Emmas auch nochmal zwei Parameter. Also acht Parameter, wenn wir jetzt den Stop und das Target weglassen, die fest bei 3% liegen, acht Parameter, die hier sicherlich auch optimiert sind auf die entsprechenden Perioden. Deswegen müssen wir uns verschiedene Perioden anschauen und auch Parameter im Umkreis dieser optimierten Werte. Das heißt plus, minus 5 bis 10%, um zu sehen, ob diese Strategie nicht überoptimiert wurde auf diesen entsprechenden Zeitraum. Wir werden uns dann zudem die Haltedauer der Trades ansehen, indem wir die Trades nicht um 22 Uhr schließen, sondern, da es ja auch ein Trendfolgesystem ist, auch ein Übernachtrisiko in Kauf nehmen. Und es könnte ja sein, dass der Trend auch über Nacht noch anhält, da, wie auch in einem Artikel von mir schon mal geschrieben, die meiste Performance im DAX ja über Nacht gemacht wird und nicht über den Tag hinweg. Schauen wir uns hier auch schon den Trendscore-Parameter bzw. Trendscore-Indikator an. Der ist ein bisschen von der Verständnis her am Anfang schwierig, hinterher von der Berechnung her relativ einfach. Wir haben diesen Indikator hier oben eingezeichnet und schauen uns einen Trade vom 14.07.2015 an. Dieser wurde auch genauso im Artikel umgesetzt. Wir konnten den hier so eins zu eins nachvollziehen, wenn ich den Chart richtig deute. Und wir schauen uns hier den Indikator an. Der hat aktuell am 7.07. beziehungsweise hier an dieser Kerze, nicht am 7.07., am 13.07. einen Wert von 6, von plus 6. Das heißt, dieser Indikator hat, oder der aktuelle Schlusskurs zu den Vergleichsschlusskursen ist in 6 von 6 Fällen höher. Wie funktioniert das? Wie wird die Berechnung genau durchgeführt? Wir haben hier den aktuellen Schlusskurs bei 11.486,5 und dann haben wir eine Periode, die ist aktuell eine Back-Period von 15 oder auf 15 eingestellt. Wir schauen also 15 Tage nicht zurück. Das ist die Pufferperiode, die habe ich hier mal eingezeichnet mit diesem roten Viereck. Das sind also die 15 Tage, die wir überspringen. Und nach diesen 15 Tagen schauen wir uns 6 Tage an, weil die Periode, die Vergleichsperiode, die Compare-Periode auf 6 eingestellt ist. Und von diesen 6 Tagen kann ich das hier auch noch einzeichnen. Es müsste funktionieren. Schauen wir uns dann die Schlusskurse an. Ich markiere das mal ganz kurz anders. In einer anderen Farbe und zwar in grün. Und von diesen 6 Kursen werden dann die Schlusskurse mit dem aktuellen Schlusskurs verglichen. Wir rechnen also Close-Kurs 11.486 minus dem ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Kurs. Ist der aktuelle Close-Kurs größer? Wird plus 1 addiert auf den Trendscore-Indikator, ist der aktuelle Schlusskurs kleiner, wird minus 1 addiert auf den Trendscore-Indikator. So ergibt sich dann hier an dem 13.07. ein Wert von 6. Da ist es auch nochmal dargestellt, Trendscore Long ist auf 6 eingestellt. Wenn wir einen Tag weitergehen, dann haben wir nur noch einen Wert von 4. Das heißt, es gibt zwei tiefere Schlusskurse, dann immer noch einen Wert von 4 beim Trendscore Long. Den Trendscore Short, den schauen wir uns später an. Der hat ein paar andere Parameter noch. Aktuell für die Beschreibung brauchen wir nur diesen Trendscore Long Indikator. Ja, aber so funktioniert das. Und man kann anhand dieser Periode zum Vergleich, der Compare-Periode und der Back-Periode, also der Puffer-Periode, verschiedene Kombinationen darstellen und auch verschiedene Trends. Und im Artikel ist es so gemacht, dass es einmal für den Long-Fall einen möglichen Trend gibt, beziehungsweise mögliche Parameter gibt und für den Shortfall. Deswegen, den blende ich mal kurz ein, haben wir nicht nur einen Short-Trendscore-Indikator, sondern auch einen Long-Trendscore-Indikator. Wenn ich die Parameter hier mal zurücksetze, dann sehen wir auch, dass der Trendscore-Long-Indikator hier im unteren Panel angezeigt recht träge ist, weil Long-Trends üblicherweise ein bisschen länger brauchen, bis sie ausgebildet werden und ein bisschen glatter auch verlaufen.
und für Short das alles ein bisschen schneller verläuft, weil Short-Trends auch schneller vonstatten gehen und entsprechend auch die Parameter anders gewählt worden sind. Neben diesem Balken sehen wir jetzt noch den EMA auf diese Trendscore-Werte, weil die Trendscore-Werte natürlich sehr springen, wird dieser Indikator jeweils für Long und für Short nochmal geglättet. Deswegen gibt es noch eine EMA-Periode für den Long-Fall, die steht hier dann standardmäßig auf 10 und für den Short-Fall standardmäßig auf 6. Für den Short-Fall, hatte ich ja gerade gesagt, läuft der Indikator ein wenig schneller, haben wir eine Back-Period von 1, das heißt, es wird hier nur ein Tag ausgelassen im Vergleich und dann wird ein Vergleich von 8 Tagen herangezogen. Also wenn ich den, kann ich ihn noch verschieben, das geht. Wenn ich hier dieses grüne Rechteck mal verschiebe, dann ist das Short-Setup und das Long-Setup hatten wir uns gerade eben angeschaut. Beim Short-Setup wird lediglich ein Tag ausgelassen und 8 Tage zurückgeschaut, um halt schnellere Wechsel mitzukriegen. Und schnellere Trends auch mitzukriegen, wie sie im Short-Fall generell auftreten. Wir haben jetzt hier noch zwei weitere Parameter bzw. zwei weitere Linien eingezeichnet. Das ist nochmal ein kurzer und ein langer EMA, ein 20er und ein 30er. Und es wird nur Long in Trendrichtung gehandelt. Das heißt, wenn der kurze über dem langen liegt und Short ebenso nur in Trendrichtung, wenn der kurze unter dem langen EMA liegt. Sehr viele Parameter, wie gesagt. Und wir werden uns die Ergebnisse anschauen auf Intraday-Basis. Aktuell sind das noch Tagesdaten. Die Auswertungen der Tagesdaten, das ist ganz interessant, die wurden hier im Artikel vor dem eigentlichen System vorgenommen und da kam dann heraus, dass wir von 95 bis 2015 209 Trades haben mit den Standardeinstellungen erstmal für Long und für Short und ein Profitfaktor im Longfall von 2,55. Short Trades haben wir nur 104 mit 32% Gewinnquote und 1,27 Profit Factor. Das heißt, es wird hiervon ausgegangen, dass Long Trades weitaus besser funktionieren und genau das werden wir auch sehen. Das ist halt so, auch wenn im Shortfall die Einstellungen hier dann hinterher optimiert werden, funktionieren trotzdem die Long Trades um Längen besser. Das war die Basisauswertung auf Tagesbasis im DAX und daraus wurden dann optimierte Parameter abgeleitet für eine Intraday-Strategie, bei der der Trade um 22 Uhr geschlossen wird. Mit einem Profit-Target von 3% und einem Stop-Loss von 3%. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Hier sehen wir die Auswertungen des Backtests mit den entsprechenden Einstellungen. Also nochmal kurz zusammengefasst: Die Vergleichsperiode der EMAs ist 20 und 30 für den Trend. Dann haben wir für den Long-Fall eine Back-Period von 20, eine Vergleichsperiode von 8 Kerzen, also 8 60-Minuten-Kerzen und eine EMA-Periode, eine Glättungsperiode für den Trendscore-Indikator von 10. Im Short-Fall haben wir eine Back-Period von 1, eine Vergleichsperiode von 8, also 8 Kerzen, 8 60-Minuten-Kerzen zurück und einen EMA zur Glättung von 6. Sehr unterschiedliche Parameter, wie eben schon erklärt. Und als Auswertung für den DAX-Future mit einem Kontrakt, Kommissionen sind ja auch mit einberechnet worden, im Tagesvergleich des Artikels wurden beispielsweise keine Kommissionen, wenn ich es richtig sehe, mit einberechnet, da hier Kosten auf 0 stehen, Slippage auch auf 0, aber die betrachten wir hier auch nicht mit. Wir sehen auch hier im ersten Test, im Intraday-Verlauf, dass Long Trades wesentlich besser funktionieren als die Short Trades. Wir 65% Gewinnrate sogar haben, nicht mehr nur die 45% wie im Artikel auf Tagesbasis, bei Short Trades auch 45% anstatt 32. Ein Average Trade von 427 Euro, im Short Trade 52 Euro und ein Drawdown von 3,8 zu einem Annualized Gain von 11 im Shortfall. Im Longfall, Entschuldigung, im Shortfall 3,1 zu 37. Also im Shortfall scheint das hier noch nicht ganz so gut zu funktionieren mit den Parametern. Wichtig hier ist aber, dass wir die Equity-Kurve und auch das System so entsprechend nachstellen können, wie es im Artikel ist. Das ist ja auch Ziel und Sinn des Strategiechecks. Und dann schauen wir uns Möglichkeiten der Erweiterung an und auch die Stabilität der Parameter. Die Periodenverteilung über die Jahre hinweg von 2011 bis 2015, so ist auch hier die Equity-Kurve dargestellt,
Sieht ja mäßig aus bis gut, würde ich sagen. 2012, 2013 hat die Strategie gar nicht funktioniert. Und 2011, 2014 sehr, sehr gut. 2015 auch noch okay. Die Equity-Kurve sieht entsprechend aus. Ähnlich wie im Artikel. Man kann auch hier diese Verlaufshochs sehr gut sehen und auch von 2011 bis 2013, wo wenig verdient wurde. Im Artikel wurde ein bisschen mehr verdient, aber im Prinzip ist das 1 zu 1 so abbildbar. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Wichtig ist jetzt die Frage, wie stabil sind unsere Parameter? Beziehungsweise erstmal versuchen wir noch, die Trades über Nacht zu halten, um eventuell eine bessere Performance zu bekommen, da wir ja im Trendfolgeansatz sind. Und auch die Trades bzw. die Lookback-Perioden über Nacht zurückgehen. So, jetzt haben wir die Trades, die wir jetzt auch über Nacht halten. Wir haben also 83 Kerzen im Durchschnitt, wo wir die Trades halten, haben immer noch 3% als Target und 3% als Stop. Wir haben einen riesigen Average Profit pro Trade von 1600 Euro jetzt, also eine richtige Trendfolgestrategie, haben mehr Profit gemacht im Longfall, leider weniger im Shortfall, aber auch einen höheren Drawdown. Also Long sieht es immer noch sehr gut aus, Short versagt aber jetzt, wenn wir die Trades über Nacht halten. Equity-Kurve können wir uns anschauen, die sieht schlechter aus. Also das über Nacht halten, die Idee, diesen Trend weiterlaufen zu lassen, funktioniert hier erstmal nicht. Deswegen stellen wir das Ganze zurück, lassen die Strategie wieder laufen und testen jetzt die Stabilität unserer Parameter. Die sehen wir hier unten und wir testen als erstes die Stabilität der Emmas, wenn wir hier mal auf 18 gehen, beim kurzen Emma sollten wir ähnliche Ergebnisse sehen. Wenn wir hier auf 15 gehen, sollten wir auch noch ähnliche Ergebnisse sehen. Bei 22 und 25 sollte das ähnlich sein. Wir könnten das auch optimieren mit dem Optimizer hier von Wells Lab. Ich mache das mal ganz gerne manuell, weil es zum einen sehr schnell geht. Zum anderen kriege ich ein besseres Gefühl für die Strategie. Hinterher für den Live-Einsatz würde ich es auch eher optimieren, um auch einen Überblick zu kriegen mit Grafiken, mit Stabilitätsgrafiken, weil man visuell dann doch dort ein bisschen mehr sieht. Aber für den ersten Eindruck einer Strategie reicht das vollkommen aus und auch für die Tests hier reicht das aus. Wir sehen hier, die EMA-Perioden sind einigermaßen stabil. Wenn wir außerhalb dieses 10%-Bereichs sind, dann sieht das im Shortfall natürlich anders aus, aber innerhalb dieses 10%-Bereichs sieht das sehr gut aus. Jetzt bin ich gespannt, was herauskommt. Diese Tests habe ich auch noch nicht gemacht. Werden wir die Perioden für den Trendscore-Indikator anpassen? Versuchen wir erst die Long Trades, indem wir hier auf 18 gehen, bei der Periode, die wir auslassen. Und dann sehen wir, bei 17 haben wir schon einen Profiteinbruch von fast um die Hälfte und der Drawdown wird auch um die Hälfte höher. Wenn wir auf 22 gehen, bleibt es noch im Rahmen. Wenn wir auf 23 gehen, dann sieht es auch schon sehr schlecht aus. Also im 10, 5 bis 10%-Bereich ist es noch okay. Gehen wir darüber hinaus, wird es etwas instabil. Die Vergleichsperiode, die setzen wir jetzt mal auf 7 anstatt auf 8 und auf 9. Wir bleiben im Rahmen, wir bleiben positiv, merken aber trotzdem schon, dass es optimiert ist, das ist auch in Ordnung. Aber ich hätte mir jetzt schlimmere Ergebnisse davon erwartet. Bisher sieht das noch alles im Rahmen aus. Wenn wir den EMA auf den Trendscore Long verändern, dann sehen die Werte weiterhin sehr gut aus. Also dieser Moving Average, der scheint jetzt. Nur wenn ich außerhalb dieses 10%-Bereiches gehe, ich glaube 8 war Initialwert, scheint immer noch ganz gut zu laufen. Ne, 10 war der Initialwert. Ja, 10 war der Initialwert, genau. Wenn wir uns das Ganze für Short anschauen, indem wir nicht nur einen Tag auslassen oder eine 60-Minuten-Kerze, sondern zwei oder vielleicht sogar drei oder vier. Dann sieht das immer noch sehr gut aus. Teils bekommen wir sogar bessere Ergebnisse. Wir haben jetzt den Profit mal eben verdreifacht. Der Drawdown ist ja fast gleich geblieben.
bisschen besser geworden. Und die Vergleichsperiode, damit machen wir das jetzt auch, sieht auch einigermaßen in Ordnung aus. Also die Parameter sind zwar optimiert, es gibt teilweise auch bessere Einstellungen hier von 2.11 bis 2.15. Und diese Einstellungen behalten wir dann auch im Shortfall mal bei. Compare-Periode war bei 8 oder bei 7, da hatten wir 130 Profit irgendwann. Genau hier. Und den Emma, den setzen wir auch mal auf 5. Also wir können hier optimieren, aber es sind halt sehr viele Parameter und sehr viele Kombinationen. Weshalb ich jetzt stark davon ausgehe, dass wenn wir uns hier jetzt einen Parameter oder ein Parameter-Set heraussuchen, wie jetzt zum Beispiel das hier, müssten wir dieses natürlich jetzt auf eine Periode testen, die das System nicht kennt, die die Parameter nicht kennen. Und genau das machen wir jetzt, indem wir uns zum einen mal aktuell die Periode vom letzten Jahr raussuchen, also das letzte Jahr das System traden. Da ist es noch positiv, das ist sehr schön, aber auch ein bisschen überraschend. Ich hätte jetzt erwartet, dass die Ergebnisse schlechter sind. Allerdings haben wir uns jetzt auch nur ein Jahr als Date Range angeschaut. Wir schauen uns jetzt nochmal das Jahr 2008 bis 2011 an mit den Parametern. Und auch hier überraschenderweise sind die Parameter einigermaßen stabil. Obwohl wir jetzt optimiert haben auf einen Zeitraum, sind für einen anderen Zeitraum, den wir noch nicht betrachtet haben, die Parameter recht stabil. Okay, die Perioden 2008 war sehr gut. Das ist bei vielen Systemen so, da wir dort den großen Crash auch hatten. Die Perioden sind verbesserungswürdig. Aber die Equity-Kurve ist nicht so schlecht. Und man könnte mit diesem System weiterarbeiten und müsste natürlich weitere Tests vornehmen Richtung Optimierung und Überoptimierung mit einem sogenannten Walk-Forward-Test, um zu sehen, was passiert, wenn ich mit einer Periode die Parameter stark optimiere in einem Live-Einsatz in der nächsten Periode. Aber das ist jetzt nicht Teil dieses Strategie-Checks. Das können wir gerne ein andermal auch mit WhalesLab machen. Mit NinjaTrader hatte ich das schon mal vorgestellt. Wichtig zu sehen ist, dass wir hier eine interessante Strategie haben, die ganz gut funktioniert und wo die Parameter zwar optimiert sind, aber nicht überoptimiert. Wir haben hier ein Intraday-Trendfolgesystem vorliegen mit relativ eindeutig klaren Regeln. Entries und Exits sind nachvollziehbar. Qualität der Backtests oder des Backtests liegt bei 90%. Bei den Entries und Exits möchte ich noch dazu sagen, wir gehen hier mit einer Close Order in den Markt und auch mit einer Close Order wieder raus. Das ist insofern problematisch, da wir ja eigentlich erst am Close den aktuellen Stand des Indikators oder der Indikatoren kennen. Wenn wir uns jetzt einige Ticks nur von einem Long- oder Short-Trade entfernt befinden, kann sich dieser Wert zum Close der 60-Minuten-Kerzen natürlich noch ändern. Wir können ihn eigentlich erst danach abfragen und zum Open der nächsten Kerze in den Markt gehen. Also eigentlich müsste man, das haben wir jetzt hier noch vergessen, ich möchte aber darauf hinweisen, zum Open der 60-Minuten-Kerze mit einer Market Order in den Markt gehen, weil wir erst dann wirklich den Indikatorwert abfragen können. Aktuell greifen wir ein bisschen in die Zukunft vor, was natürlich nicht so gut ist und was auch die Strategie sicherlich verbessern wird. Allerdings machen wir das nicht auf Tagesschlusskursbasis, da kann das Gap meist sehr groß sein, sondern auf Ende der 60-Minuten-Kerze. Da wird der Unterschied nicht ganz so groß sein. Der Exit zum Market on Close, also beim Schluss des Markets, der kann mit verschiedenen Brokern bereits umgesetzt werden, indem man eine Market on Close Order absetzt. Das funktioniert schon, nicht mit allen Brokern und auch nicht immer zum exakten 22 Uhr Kurs, aber es funktioniert. Dennoch muss man bei der Stabilität der Parameter und auch im aktuellen Funktionsgrad ein paar Abstriche machen. Sie sind zwar stabil und die Ergebnisse hätten weitaus schlechter sein können. Allerdings haben wir auch sehr, sehr viele Parameter und sehr, sehr viele Kombinationen, die man noch weiter testen und weiter in Betracht ziehen muss. Zumindest mit diversen Walk-Forward-Tests. Deswegen habe ich den aktuellen Funktionsgrad auch nur auf 80% gesetzt und auch die Strategiequalität nur auf 70%, weil es doch noch einige Fallstricke gibt, die man hier beachten muss, auch wenn der Backtest jetzt erstmal gut aussieht. Die Diskrepanz zum Live-Test kann oder zum Live-Trading kann dennoch hoch sein. Zum einen wegen der Optimierung, zum anderen wegen der On-Close-Orders. Also es gibt hier noch ein bisschen was zu tun bei der Strategie. Der erste Eindruck und auch der Vergleich zum Artikel ist allerdings sehr gut.